Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, es ist wieder 19 Uhr, das heißt, die wahrscheinlich größte Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping beginnt jetzt mit Preisen, wie sie es sonst nicht gibt. Denn alle Produkte, die wir in dieser nächsten halben Stunde sehen, sind für Sie, für diese Sendung, auf 10 Euro herunter reduziert. Ganz egal, was Sie vor 2-3 Minuten noch gekostet haben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir haben zwei junge Damen, die uns das peu à peu verraten werden. Die beiden, das wissen Sie, das ist kein Geheimnis, heißen Monika und Diana. Und ich würde sagen, die rufen wir jetzt auch. Und ich bin gespannt, wo die Produktreise heute hingeht. Ja, ich hoffe ja immer auf Spielzeug. Haben Sie auch so ein Lieblingsprodukt, auf das Sie warten? Dankeschön. Dankeschön, Monika. Vielleicht auch ist es ja gleich als erstes dran. Was Sie dürfen denn, übrigens jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen Ihnen etwas anderes. Oh, das kommt natürlich genau richtig. Am Sommer, am Wochenende soll es ja über 30 Grad werden. Du hast gesagt, in Freiburg sogar 37? Ich war am Wochenende, 37. Du warst am Wochenende in Freiburg. Das war 32. Ich könnte nicht mehr Luft kriegen. Ich weiß nicht, das ist so heiß. Und alles, was denkst du, dass du brauchst, ein bisschen kühler Luft. Ja? Ja. Und ich glaube, für diesen Mini-Akku-Luftkühler, ich zahle 50 Euro an diesem Tag. Ja? Heute nur 10 Euro natürlich. Du, aber das ist wirklich so. Wenn da mal eine gewisse Hitze erreicht ist, würdest du jeden Preis zahlen. Ja. Hauptsache, du kriegst ein bisschen Abkühlung. Was mir hier sofort ins Auge fällt, ist natürlich Akkubetrieb. Das heißt, ich kann den mitnehmen, wohin ich will. Aber jetzt musst du mir sagen, Ingo, ist das nur ein, nur in Anführungsstrichen, ein Ventilator? Da sind noch so Wabenstrukturen drin. Ist das ein Verdunstungsluftkühler? Nee, das muss ich noch mal gucken. Aber er hat zumindest noch eine Nachtlicht. Funktion. Mhm. Es ist ein Ventilator, doch sogar eine Luftkühlerfunktion. Wow. Weil ich sehe, ich meine, ich habe diese Wabenstruktur gesehen und hier dürfte auch ein kleiner Wassertank sein. Das heißt Akkubetrieb und jetzt auch noch eine höhere Effizienz beim Kühlen. Denn Sie wissen das, Sie kennen diese Technologie, man sagt auch die clevere Alternative zur Klimaanlage. Hier wird auf der Wabenstruktur Wasser vernetzt, das verdunstet. Dadurch, also reines Leitungswasser, dadurch wird Wärme nochmal entzogen. Und so wird die kühle Luft, die Brise, ja, nochmal um 3-4 Grad runtergekühlt. Und sowas jetzt im Akkubetrieb, ich finde das der Wahnsinn. Ich bin gespannt, was das regulär kostet. Wir schauen mal auf den günstigen Pearl.de-Preis. Ja, da kostet es schon 20 Euro als Preishit. Wir haben nochmal die Hälfte davon runtergenommen. Und ich finde auch die Form sehr schön hier. Der ist richtig solide verarbeitet hier und schafft Ihnen dann eben die Kühlung, die Sie brauchen, wenn es dann heiß ist. Also ich finde ihn richtig schick, auch mit diesem Tragegriff hier. Und wie gesagt, es ist nicht nur ein Ventilator, es ist tatsächlich auch ein Verdunstungsluftkühler. Du, den kannst du mitnehmen raus in den Garten. Den kannst du neben dich in Büro und Schreibtisch stellen, wenn der Akku mal leer wäre, USB-Ladekabel oder Anschluss sehe ich. Man kann das sogar direkt am Rechner dann betreiben. Und das ist der Wahnsinn. Monika, ist angenehm kühl jetzt, oder? Ja, super angenehm. Und den kann man ja auch so schön mitnehmen, wegen diesem Henkel hier oben und verschiedene Modus. 1, 2 bis 3 die Stärke des Ventilators. Also gefällt mir echt gut. Und das für 10 Euro, Wahnsinn. Da sehen wir jetzt den Wassertank. Das wollte ich Ihnen vorhin noch zeigen. Hier diese Flasche zum Auffüllen ist ebenfalls mit dabei. Da einfach ein paar Milliliter, das dürften 200 Milliliter sein, Wasser rein. Und dann haben wir eben diese unglaubliche Erhöhung der Effizienz. Also es ist dann einfach kühle Luft, die hier rauskommt. Und das so flexibel. Und das ist ein Saisonprodukt. Ganz, ganz klar, jetzt kommt die erste Hitzewelle mit Riesenschritten auf uns zu. Hast du die Nachrichten gesehen? 40 Grad und mehr in Spanien. Und genau diese Hitzewelle soll jetzt schon am kommenden Wochenende auf Süddeutschland und auf den Rest auch Deutschlands zugreifen. Und dann ist sowas Gold wert. Ja, es ist unerträglich. Wir lieben alle die Sonne und den Sommer und die warmen Temperaturen. Aber wenn es dann zu heiß ist, ist dann doch nicht ganz so doll hier. Dieser Luftkühler und Ventilator ist so genial, weil er eben akkubetrieben ist. Kann ich überall hin mitnehmen. Sie dürfen den übrigens bis zu 5-mal bestellen. Natürlich am Schreibtisch, wie wir es hier bei unserer Diana sehen, schafft das also wirklich dann Entspannung auch. Man ist ja total matschig und genervt, wenn man direkt in der Hitze sitzt und in seinem eigenen Saft schmort. Die Bestellnummer ist die NX64. 65 und die 569 für unseren Akku, Luftkühler und Ventilator. Ja, und was ich ganz, ganz wichtig finde, und das ist heute wirklich wichtig, der Stromverbrauch. Es ist ein USB-Gerät, das heißt, dass da braucht, ich habe jetzt nicht auf die Daten geschaut, aber maximal 5 Watt Stromverbrauch. Und das darf man ruhig vernachlässigen, da kann man sagen, keinen Stromverbrauch, in Anführungsstrichen. Und deshalb auch mit
clevere Alternative zur Klimaanlage. Ich bin sicher, dieses Jahr überlegt man sich 10-mal, bevor man auch nur einmal den Schalter der Klimaanlage bewegt, weil eben der Strom so teuer ist. Also, es fängt fantastisch an und ich bin mir sicher, es geht fantastisch weiter, aber lassen wir uns überraschen. Oh, ein großes... Bitte schön. Dankeschön, Monika. Danke, Tiana. Magentafarben und ein... Die sind so klasse. Das ist eine Spardose, wenn ich das richtig weiß. Schweinchen. Und ich glaube, wir haben hier auch Geld drin. Hast du Geld? Ich habe Geld. Gib mir bitte Geld. Ich habe Geld, Baby. So, und das ist eine der perfektesten Spardosen, weil es automatisch zu Nachwurf animiert. Weil das Schweinchen sieht nicht nur süß aus und ist nicht nur flauschig, es grunzt bei jedem Münzeinwurf. Ja? Und das ist das perfekte Sparschwein für ihre Kinder, für ihre Enkel. Da hören wir es. Und jetzt möchte ich nur euch ein Beispiel. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Da meint sie und du kriegst heute 1 Euro in dein Sparschwein. Und dann fängt dieses Sparschwein an zu grunzen. Da wird noch 1 Euro hinterhergeschmissen. Eins, zwei, drei. Das ist so witzig. Es grunzt, wenn sie Geld reinschmeißt. Das ist anders als andere Sparsoßen. Das ist richtig weich und flauschig hier. Also da sind keine scharfen Kanten dran. Und es ist einfach ein Riesenspaß. Guck mal, wenn ihr ihn nebeneinander stellt, sehen die auch sehr putzig aus hier. Da kann man eben mal, wenn man mit seinem Bruder zusammen sparen. Wir hatten früher auch 2 Spar. Wir hatten, mein Bruder und ich hatten auch 2 Sparschweine, als wir aufgewachsen sind. Und die standen nebeneinander. Und wir haben zwischendurch immer geguckt, wer hat jetzt mehr gespart, wer hat weniger gespart. Macht Riesenspaß zu sparen. Und natürlich immer mit diesem Geräusch animiert das natürlich auch. Ich liebe auch das, wirklich. Es ist richtig klasse. Ihr kennt doch die Onkeln und die Tanten, die immer was im Sparschwein der Kinder schmeißen. Ja? Und wie gesagt, hier wird mal animiert, mindestens noch ein zweites Geldstück hinterher zu schmeißen. Und es ist auch ein Riesengag und so macht Sparen auch Spaß. Ja? Das muss man ganz klar sagen, auch den Kindern wird es Spaß machen, da Geld reinzuschmeißen. Und sowas hätte ich als Kind wirklich gern gehabt. Die Bestellnummer ist die NX8933 und die 569. Monika, hast du so ein Sparschwein schon mal gesehen? Nee, noch nie. Ich bin ganz fasziniert. Damit macht das Sparen auch einfach Spaß. Und ich finde die Farbe halt auch sehr schön. Ja, die andere ist gar nicht mehr flauschig. Geht übrigens natürlich mit allen Münzen, ob das 1 Cent oder 2 Euro Münzen sind. Das ist dabei komplett egal. Und richtig süß sind die auch, oder? Ja. Aber richtig niedlich. Richtig niedlich, super weich. Ein Schweinchen heißt Moni. Meins auch. Jetzt haben wir gerade gehört, ein Schweinchen heißt Moni. Sie dürfen ihre Schweinchen nennen, wie sie wollen. Aber ich glaube, der Sparerfolg, der wird dadurch deutlich erhöht. Toll, toll. Und der Spaß, das ist mein Spielzeug. Ich bin schon mal ganz glücklich. Mal schauen, ob auch Ihre Produktkategorie noch kommt, wenn sie noch nicht dran war. Eine halbe Stunde Schnäppchenjagd. Übrigens jeden Tag um 19 Uhr unsere 10 Euro Überraschungsshow. Bitte schön. Okay, jetzt kommt etwas, habe ich zu Hause. Da brauche ich jetzt gar nicht lange drüber nachdenken. Ist gerade wieder mächtig im Einsatz. Ich habe gerade Besuch von meinen Enkeln. Und da braucht man sowas, weil man immer ein bisschen zu viel kocht. Oh ja. Es sind, ich sage jetzt mal, Aufbewahrungsdosen, nicht aus Plastik. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das hier ist übrigens meine Zwiebeldose. Ich mache mir fast täglich einen Salat. Ich brauche aber immer nur eine halbe Zwiebel. Und die andere Hälfte kommt hier rein. Und dann ist er auch geruchisoliert im Kühlschrank. Weil wir haben die passenden Deckel, die das nicht nur luftdicht, sondern auch wasserdicht abschließen. Es ist ein Sechser-Set, oder? Es ist ein Sechser-Set, also 3 dieser Dosen und 3 der Deckel zusammen. 3 verschiedene Größen bis zu 800 Milliliter. Die schließen natürlich absolut dicht ab auch. Und wie gesagt, geruchsneutral, da können Sie auch Flüssigkeiten reintun. Und der Hammer hier ist, finde ich auch, dass du die auch in den Ofen tun kannst und als Auflaufform benutzen kannst. Ingo, und das ist schon mal eine ganz... Ingo, man glaubt gar nicht, was man mit denen alles machen kann. Die sind absolut bruchsicher. Die sind hitzebeständig für den Ofen. Die könntest du sogar auf den Grill stellen. Die sind tiefkühlbeständig. Man kann sie in die Mikrowelle machen. Man kann sie in die Spülmaschine machen. Echt? Und das ist zum Aufbewahren. Echt? Und du musst dann nicht noch abräumen. Du kannst ganz einfach auch damit servieren, weil es auch noch gut aussieht. Also das sind so Multifunktionsdosen.
Und ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie es wie ich, werfen Sie Ihre Plastikdosen alle weg oder schieben Sie zumindest weit nach hinten in den Schrank und benutzen Sie solche Glasdosen. Ja, ich meine, bei dem Preis, das kosten Plastikdosen normalerweise, aber die hier nehmen natürlich auch keine Farbe an, keine Gerüche. Das ist ja, gerade wenn man mit Tomatensauce oder so in diese Plastikdinger reintut, dann sehen die jahrelang rot aus. Das ist perfekt für Tiramisu zum Beispiel. Tiramisu. Für Papa, für Mama und für Kind. Diese drei verschiedene Portionen. Wer kriegt denn das Große? Wer kriegt denn das Große? Papa kind. Oder das Kind? Kind würde das kriegen. Was ich auch noch schön finde, wenn wir sie nicht brauchen, sind sie ineinander zu stapeln. Ja, also wenig Platz. Und wenn ich sie brauche, sind sie aufeinander stapelbar. Also wirklich toll. NX9162 und die 569 ist die Bestellnummer hier. Also unglaublich populär auch hier. Man kann natürlich auch sein Essen mit in die Firma bringen und hier dann warm machen. Das machen viele von uns. Genau mit diesen Dosen hier, weil die so praktisch sind, so schön sind. Gerade im Vergleich zu Plastikdosen super. Hier nochmal die Bestellnummer ist die NX9162569 und die gehen von minus 40 bis plus 400 Grad. Du hast es gesagt, man könnte die sogar auf den Grill stellen. Mhm. Und das ist mal ein Qualitätsmerkmal. Also ja, Plastikdosen möchte ich nicht auf den Grill stellen. Und die, auch wenn die mal runterfallen, jetzt nicht auf den Boden, auf den Betonboden werfen, aber wenn die normal runterfallen, da ist keine Ecke weg, die halten das Borosilikatglas. Also Haushalt ist damit bestens versorgt. Ich habe sie zu Hause und sie hoffentlich jetzt auch. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt und kommen zu Preisalarm. Preisalarm bedeutet, hier haben wir jetzt ein Produkt, das dürfen Sie nur einmal bestellen, weil wir da ein kleines Kontingent haben zu diesem super Preis. Noch eine? Sag mal, das sind Nordic Walking Stöcke. Das sind Nordic Walking Stöcke. Also warum ich jetzt so verdutzt schaue, ich habe gerade mal so einen Sportkatalog bekommen und da war so ein Auszug Nordic Walking Stöcke für 29,99 Euro echt? Als Sonderangebot. Super Preis, Hammer. Jetzt haben wir hier Tracking und Walking Stöcke, klar, die höhenverstellbar sind, die auch verschiedene Aufsätze haben, das heißt für verschiedene Böden, ob geteert, steinig oder weiche Wege oder sogar Eis und Schnee, teleskopartig auszuziehen, also auf jede Körperlänge einzustellen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ja, du bist jetzt schon mal auf die Maximallänge gegangen. Ja. Ingo, einmal eingestellt, dann passt es auch. Nee, den kannst du wirklich hier ganz stufenlos einstellen, aber genau auf die Länge, wie du willst. Ich finde das total praktisch hier. Bis zu 135 cm lang. Das geht dann also wirklich für jeden. Und der Preisalarm. Schauen wir mal, was Sie sparen, wenn wir zu pearl.de oder Katalog gehen. 25 Euro in der Premium-Serie. Das heißt, am meisten bestellt und am besten bewertet. Sie sparen hier wirklich viel Geld. Sie sparen mehr, als es kostet. Das muss man sich mal überlegen, ne? Und ich habe hier einen Kundenbeitrag von Case aus Lellenstadt. Die Stöcke sind nach zweimonatlichem Gebrauch genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Einfach top. Preis, Leistung ist sensationell. Ingo, du solltest sie vielleicht noch ein bisschen höher machen. Das ist ich sollte sie noch ein bisschen höher machen. Du müsstest sie höher machen. Aber die sind auch richtig stabil, ne? Ich glaube, wir tauschen. Deine sind lang. Ich glaube, die Jana hat deine Größe, du hast die Janas Größe. Aber wir haben lange Beine. Das merken sie, wann sie das auch lange Beine. Schön finde ich verschiedene Aufsätze. Diana hat jetzt zwei. Einmal für den Stein, einmal für weichen Boden. Und dann haben wir noch so einen Aufsatz für Schnee sogar. Wollen wir zusammen warten? Ja. Hast du schon mal Worten gemacht? Ja, habe ich schon mal. Ich finde das super, sich zu bewegen, Sport zu machen. Und ich finde es auch gut mit den verschiedenen Aufsätzen, auch für den Winter. Und man kann sie ja individuell einstellen. Wir müssen das Diagonal machen. Du musst rechten Arm, linken Fuß. Und ist ja voll der Hit. Also ihr zwei habt aber das Prinzip des Nordic Walking schon verstanden, ja? Wenn nicht, es gibt mit Sicherheit Lehrvideos, wo man es euch beibringen kann. Sie zu Hause wissen, wie das funktioniert. Und hier sehen wir es auch nochmal in einem kleinen Filmchen. Die Bestellnummer ist die NX7975 und die 569. Und nochmal, das ist unser Preisalarm. Also maximal ein paar Stöcke, Wanderstöcke, Nordic Walking Stöcke, Tracking Stöcke. Pro Besteller dürfen wir zulassen. Aber die Handhabung ist einfach, sämtliche Untergründe können damit begangen werden. Ja. Du siehst es ja überall, egal wo du hingehst. Wenn du in die Natur gehst, da sind immer Leute mit diesen Nordic Walking Stöcken unterwegs. Und das ist natürlich super, weil das ist so ein Workout dann auch noch
für den Oberkörper, gibt ein bisschen Stabilität. Also es ist richtig, macht richtig Spaß, damit zu wandern. Da kann man eben auch mal größere Entfernungen machen, ne? Weil es hilft einem beim Laufen und macht dazu eben noch Sport hier eben, weil der Oberkörper auch mit gleichzeitig genommen wird. Ist richtig schön. Also man sieht das immer mehr. Egal, wo man hingeht. Du, ich sehe auch wirklich viele Gruppen, ja, ja, wo sich eben ein paar Menschen treffen abends und dann gemeinsam so einen Spaziergang, Nordic Walking Spaziergang machen, was ja wesentlich effektiver ist als Spaziergehen. Aber hier sehen wir auch nochmal die verschiedenen Untergründe, egal ob Asphalt oder Waldboden, sie haben den richtigen Untergrund. Also sowas für 10 Euro, ja, der Wahnsinn. Das Paar Stöcke für 10 Euro. Behaupte wieder mal, das geht nur in der 10 Euro Überraschungsshow. Und die sind aus Vollmetall, also nicht aus Plastik oder so, richtig stabil gemacht. Toll. Und wir holen das nächste Produkt. Also sportlich waren wir jetzt auch. Wie geht's weiter? Jetzt wird's heiß. Heiß. Jetzt wird's heiß. Dann ist, passt das zu dir. Bin ich ja gespannt. Das ist was ganz Tolles. Ja. Das ist richtig klasse. Es geht nicht um die Kerzen, es geht um diese Design-Stabanzünder. Ist das richtig, ja? Ja, ich habe mir so einen elektronischen Stabanzünder vor 4 Wochen für 24 Euro gekauft. Selber schon. Das ist genau das Gleiche. Es ist ein Stabanzünder, der nicht mit Flamme funktioniert, sondern mit einem Lichtbogen. Und der hat auch keine Verbrauchsmaterialien, Sie brauchen kein Gas, kein Benzin nachzufüllen. Der funktioniert elektrisch. Und wenn Sie den einmal geladen haben, haben Sie da 100 Zündungen. Da sehen wir mal diesen Lichtbogen. Und der ist jetzt wirklich stark genug, dass Sie damit eben Kerzen anmachen können. Du kennst es auch, Diana, ne? Wenn man eine Kerze anmacht, so, wenn speziell welche, die im Glas sind oder sowas. Ja, diese Vasen, ja? Ja, ja, da verbrennt man sich immer die Finger. Das, ja. Das, oder du nimmst Kerzen raus und du magst das auf jeden Fall. Oder du kannst nicht mit normalem Feuerzeug da drin gehen. Das ist einfach genial. Ich habe das auch, diesen Feuerzeug. Und natürlich nutze das gerne jetzt zum Beispiel auf dem Balkon. Ich liebe das ein bisschen Kerzen oder im Wohnzimmer. Ja. Abends super. So, jetzt möchte ich aber euch noch zwei Anwendungen sagen. Einmal weiß ich, dass viele Köche in professionellen Küchen mit Gasherden arbeiten und die haben auch Stabanzünder. Ja. Das sind so Elektrostabanzünder, wesentlich besser und vor allem, die brauchen die ja permanent, du kannst sie immer wieder laden. Und ich habe einen solchen Stabanzünder auch zu Hause, aber allerdings nicht für Kerzen, sondern für meinen offenen Kamin. Also ich richte meinen offenen Kamin mit Holz, dann kommt Papier drunter und ein Anzünder. Und an den Anzünder muss ich dran. Und wenn ich damit einem normalen Feuerzeug so dran gehe, verbrenne ich mir den Daumen. Ja? Ja. Hiermit geht das problemlos aus der größten Entfernung anzünden und dann geht auch mein offener Kamin. Also bei mir liegt der auf dem Kamin, der Stabanzünder. Und das ist schön, das ist kein, was du gesagt hast, kein Wegwerfprojekt. Ja, das Objekt, wenn Gas leer ist, wegwerfen. Nein, es ist mit Strom, also 100% elektrisch und es ist immer wieder, wie ein Handy, aufzuladen, das heißt immer wieder verwendbar. Die gibt es ja auch so als Wegwerffeuerzeug, als richtiges Feuerzeug, das eben eine Flamme macht, aber die kosten auch 10 Euro im Supermarkt. Schauen Sie mal, hier haben Sie was Elegantes, das kann man ja auch mal auf dem Tisch liegen lassen. Für nur 10 Euro. Das können Sie bis zu 5 Mal bestellen hier. Kein Preisalarm. Die Bestellnummer ist die NX9440 und die 569. NX9440 und die 569 für dieses Elegante. Und ich sage das nochmal, es ist sehr elegant, dieses Stabfeuerzeug. Und wie gesagt, keine Verbrauchsmaterialien. Ein fantastisches Produkt. Ich liebe meins auch, aber meins war deutlich teurer. Und übrigens auch zündelsicher. Also ich glaube, jeder kennt Kinder oder Enkel, die gerne mit Feuerzeugen spielen, ist immer gefährlich. Kann hier nicht passieren wegen dieser Sicherheitsschaltung. Und es gibt ja keine offene Flamme, es gibt diesen Lichtbogen. Perfekt. Ja. Und schauen wir mal, wie perfekt es weitergeht. Wow, heute haben wir wieder tolle, tolle Produkte. Vom grunzenden Schwarschwein bis hin zum wirklich Designstabfeuerzeug. Vielen Dank, Diana. Und es geht weiter mit... Mit einer Wetterstation, würde ich mal sagen. Gib eine Monika. Oh ja, die ist ja momentan sehr von Vorteil. So, weil und es da wird kommt ja noch warm. Was dazu. Moni. Oh, da kommt noch ein Außenfühler dazu. Es ist tatsächlich für 10 Euro eine digitale Wetterstation mit Außensensor. Und die zeigt an, die Wetterprognose, die Uhrzeit, ein Wecker ist ebenfalls drin, die Innen- wie Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit. All das wird hier angezeigt. Natürlich kommt der Außensensor, ich denke, der hat 60 Meter Reichweite, Funkreichweite, der kommt irgendwo außerhalb Ihrer Wohnung in einen schattigen Bereich. Ja, weil wenn Sie den in die pralle Sonne machen, dann haben Sie natürlich verfälschte Angaben. Also, aber das
Das ist das Einzige, was man berücksichtigen muss. Und dann kann man immer schauen. Das ist gerade jetzt in der Übergangszeit dann, die wieder im Herbst kommt, ganz wichtig. Draußen scheint die Sonne, man meint, es ist warm, weil es in der Wohnung warm ist. Und dann kommt man raus und hat nur noch 8 Grad. Mhm. Hier kann man, bevor man die Wohnung verlässt, mal anschauen. Und man sieht auch die Prognose. Ja? Und ich habe eins gemerkt, ich habe ja auch so eine Wetterstation zu Hause. Diese Prognosen, was die Regenwahrscheinlichkeit angeht, ist bei mir wesentlich genauer, als wenn ich Wetterberichte im Fernsehen anschaue. Ja, weil es halt genau bei dir zu Hause misst und nicht da in der nächstgrößeren Stadt. Das ist halt der Vorteil hier. Sehr schick und ich glaube, da ist auch noch ein Wecker dabei, weil ich sehe hier hinten eine Snooze-Taste. Richtig, ein Wecker ist auch dabei. Und die können wir hinstellen oder hinhängen hier. Auf der Rückseite ist so ein kleines Loch, da kann man es dann an den Nagel an die Wand hängen. Aber es ist natürlich super, wenn man immer weiß, wie auch draußen die Temperatur ist. Hier sehen wir den Fühler, den hat Diana, 60 Meter Reichweite. 60? 60 Meter. Boah. Wow. 60 und? Meter Reichweite. Einfach ein schattiges Plätzchen draußen suchen, da wird nichts verfälscht dadurch. Aber jetzt auch, wenn es so heiß ist, es soll ja sehr, sehr heiß werden am Wochenende, über 30 Grad, dann weiß man, wann man das Fenster aufmachen muss. Auch wichtig, weil wenn's wieder abkühlt. Man denkt, es ist, oh, ist das heiß hier drin. Und dann, wenn man wüsste, dass es draußen noch heißer ist, würde man das Fenster zulassen. Das geht natürlich hiermit ganz, ganz einfach. So, und ich habe hier noch eine Zuschrift aus Timo, der benutzt nämlich ein bisschen anders. Er sagt, ich benutze das Thermometer, also den Außensensor, um die Temperatur in der Garage zu überwachen, weil in der Garage steht eine Pumpe und um diese vor Frostschäden zu schützen, überwache ich dort die Temperatur. Auch das geht natürlich, den Außensensor muss man ja nicht unbedingt im Freien anbringen. Ja. Wie gesagt, nur wenn Sie es im Freien machen, dann an einem schattigen Plätzchen und dann haben Sie realistische Werte. Und ich finde, oder ich denke, dass das Wetter immer noch Smalltalk-Thema Nummer 1 ist. Ja. Und da kann man sich auch darauf verlassen, was diese Anzeigen zeigen, wie viel Grad man hat, was für eine Temperatur, wie die Wetterprognose ist. Und zwar wirklich nicht dort, wo es der Wetterbericht im Fernsehen zeigt, sondern bei mir vor der Haustür. Ich finde das unglaublich. Für 10 Euro kriegen Sie hier so ein tolles Gerät. Also diese Außenwetter und das Ganze kabellos. Die gibt es ja auch, dass du so einen Außenfühler nach draußen irgendwo durchs Fenster machen musst oder sowas. Das hier ist per Funk und das auf eine Reichweite von 60 Metern. Absolut fantastisch. Sieht auch sehr elegant aus. Ich würde mir das direkt auf den Nachttisch stellen. Ja, die Bestellnummer ist die NX6877 und die 569. Eine Wetterstation inklusive Funk-Außensensor, der hier 60 Meter Spielraum gibt. Natürlich könnte man das auch vorstellen, wenn du Stallungen hast, was ja auch hier im ländlichen Bereich sehr viele haben. Da muss man auch die Temperatur mal ein bisschen kontrollieren. Ja. Und das kannst du natürlich mit diesem Außenfühler genau. Du hast jetzt Hasen draußen, ne? Ich habe Hasen draußen. Da kannst du es auch gut brauchen. Da kann ich es auch, aber ich habe ja einen Außenfühler. Ich weiß, welche Temperatur ist. Ja. So, machen wir weiter. Also aus allen möglichen Bereichen heute wieder tolle, tolle Produkte. Bitteschön. Oh, das ist für die Größe relativ schwer. Das ist eine Powerbank, würde ich sagen, oder? Oh ja, sehr von Vorteil. Oh, das ist mein Lieblings. Ich nutze das immer. Oh, die ist auch noch so schick. Mhm. Das ist eine Powerbank und jetzt halten Sie sich fest. 10.000 Milliampere-Stunden. Wow. Da können Sie 4-5 Mal jedes handelsübliche Handy dran laden, also die mir bekannt sind. Hat sogar Quick Charge. Quick Charge ist, wenn Ihr Handy das unterstützt, dann lädt es innerhalb einer Stunde schon auf 75% auf. Das ist ja super. Also Quick Charge Schnellladefunktion, das geht wesentlich schneller als herkömmlich. Was ich hier sofort begeisternd finde, ist die räumliche Größe. Ja. Schauen Sie, wie klein das ist. Ich kenne 10.000 mAh Powerbanks, die sind normalerweise doppelt, dreimal so groß. Das kriegen die Damen auch problemlos in ihr Handtäschchen, oder Monika? Ja, das stimmt. Die Größe ist ja echt sehr klein. Und dass man da bis 4 oder 5 Mal sein Handy aufladen kann, das ist super. Also jetzt müssen wir das auch wieder relativieren, 10.000, ich sage jetzt mal, durchschnittlich hat ein Handy heutzutage 3.000 bis 3.500. Mhm. Das wäre dreimal. Aber man lädt ein Handy ja nicht von 0 auf 100, sondern meistens fängt man so, wann steckst du es ein? Bei 20? Ab der Hälfte. Ab der Hälfte lädst du schon wieder auf. Dann können wir es 10-mal aufladen. Ja? Also, du siehst, das ist eigentlich wunderbare Notenergie. Aber wir hatten doch vorhin auch diesen Luftkühler. Ja, den könnte ich damit stundenlang, wochenlang wahrscheinlich betreiben. Ja, ja. Auch ganz unabhängig von jeder Steckdose. Ja, also unglaublich. Hat sogar USB-C Power Delivery. Das bedeutet, es gibt Geräte heute, die benutzen diesen USB-C-Stecker als Stromversorgung. Das macht also, lädt nicht nur Ihr Handy wieder auf, sondern das wird auch als Stromversorgung, kann man das eben auch benutzen für diese neuen Geräte, MacBook
iPhones, Samsung hat diese Geräte. Übrigens, super. USB-C wird Pflicht ab 2024. Das kommt noch dazu. EU-Verordnung kam letzte Woche, glaube ich, raus. Ja, ab Mitte 2024 sollen alle Smartphones mit USB-C geladen werden. Nur noch ein Stecker. Hm? Es kommt. Wir haben alle drauf gewartet. Zukunftsorientiert. Zukunftsorientiert ist die ZX8289 und die 569. Zeigen wir die mal. Die ist ja wirklich super klein und elegant hier und sehr, sehr leicht. Und dann sehe ich auch, die hat so einen Ladestandsanzeiger noch dran. Kann ich also von draußen auch sehen, wie voll die noch ist. Genau. Also richtig, richtig klasse. Sehr, sehr schick hier in diesem gummierten, mit dieser gummierten Hülle hier. Und damit können Sie Ihre Handys immer wieder aufladen, wenn kein Strom mehr da ist. Oder USB-Geräte betreiben. Ganz, ganz einfach hier mit dieser tollen, tollen Powerbank, die universell einsetzbar ist, weil sie eben auch noch das USB-C dabei hat. Quick Charge. Ach, du kriegst normalerweise diese Powerbanks für 10 Euro manchmal beim Discounter. Da sind aber nur die Hälfte oder ein Viertel der Strom. Und die haben nicht genug Kraft, um USB-C verarbeiten. Das kommt noch dazu. Aber wir haben genau die richtige für Sie. So, und es geht immer noch weiter mit unserer 10-Euro-Schnäppchenjagd. Jetzt bin ich gespannt, was uns Monika als nächstes bringt. Dankeschön. Ja, das ist extra für dich. Deshalb extra für dich? Echt? Wir haben zweimal Spielzeug? Wow, das für 10 Euro. Ja. Also es sieht jetzt unglaublich viel aus, aber Kabelmaterial ist alles dabei. Es ist eine Retro-Spielekonsole für zwei Spieler. Möchtest du auch eine? Ja, gerne. Oder Diana? Also ich liebe es, weil allein das Hauptteil, das ist jetzt hier als erstes in der Hand, das erlaubt mir schon bis zu 200 Spiele sind es, glaube ich, oder? Ganz genau, wir haben 200 Videospiele, die an unvergessliche Spiele jetzt der 80er und 90er angelehnt sind. Das ist so unsere Zeit, Ralf. Das sind wirklich tolle, tolle Spiele drauf. Also Jump'n'Run oder Geschicklichkeit oder Baller. Das allein wäre doch schon 10 Euro wert. Aber 200 Spiele, es ist ein Farbbildschirm da drauf. So, jetzt passen Sie aber auf, was jetzt passiert. Sie möchten zu zweit miteinander oder gegeneinander spielen. Jetzt ist der zweite Controller dabei. Den stecken Sie ein. Plötzlich spielen Sie gleichzeitig miteinander, gegeneinander. Und wenn ich richtig noch in Erinnerung habe, 94 Spiele. Ganz genau. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Highlight. Also hier ist der zweite Controller mit genau den Optionen. Jetzt sagen Sie, oh, ich sehe da aber zu wenig und ich bin zu Hause. Dann schließen Sie es mit diesem Kabel ganz einfach an den Fernseher an. Und dann wird dieser Bildschirm dunkel und alles wird auf den Fernseher übertragen. Ja. Und jetzt kann man bequem alle 200 Spiele durchdatteln, ja, ob alleine oder zu zweit, kann man selber entscheiden. Und eben der Charme der 80er, 90er Jahre ist dabei. Da sehen wir es, Ton anschließen und das ist ein Monoton, das muss man sagen, deshalb ist nur ein Tonstecker. Das Gelbe ist das Videosignal und jetzt können Sie alles am großen Fernseher beobachten und spielen. Ein Spielspaß für die ganze Familie. Und ich dachte immer nur, das wäre was für uns Alten. Die Jungen wären nicht so fasziniert davon, aber die sind genauso fasziniert von diesen alten Spielen. Ja, wenn wir hier Diana und Kristen sehen. Diana, ihr habt einen ganzen Abend da verbracht mit, ne? Ja, natürlich, das macht wirklich Spaß. So viele Spiele. Wir haben auch ein paar Spiele, unsere Lieblingsspiele gefunden. Und ich glaube, jeder kann was gefunden, weil das ist, wie viel? 200 Spiele insgesamt. Für und von 10 denen, Euro. 94 davon kannst du sogar zu zweit spielen. Ist irre. Und das ist alles dabei. Ne? Da sind Schießspiele, Sportspiele. Ja, diese alten Spiele. Weißt du? Ja. Ich glaube, das ist auch Spaß für zum Beispiel Leute, also ältere Leute, ja, und dann sie können ein bisschen Zeit mit Kindern, mit Elternkindern verbringen, weil jeder versteht diese Spiele, die sind einfach, weißt du, dass jeder kann das machen, für jede Familieabend, ich glaube, dass... Ralf, du weißt es auch, diese Spiele haben damals einzeln, haben die auch 30, 40, 50 Mark gekostet. Jetzt kriegst du 200 Spiele für 10 Euro. Und die Konsole. Und die Konsole. Wenn du heute eine neue, moderne Konsole kaufst, ja, natürlich nicht zu vergleichen mit der heutigen, da zahlst du allein ein paar hundert Euro und dann für jedes Spiel nochmal zig Euro. Hier bekommen Sie eine Konsole mit einem Zusatzcontroller, mit 200 Spielen und die Möglichkeit, das Ganze am Fernsehen zu spielen für 10 Euro. Schlagen unglaublich, ne? Unglaublich. ZX3033569. Kein Preisalarm. Dürfen die auch mehrmals bestellen. Allein schon, wenn man mit Kindern unterwegs ist, die sitzen hinten auf dem Rücksitz und können jetzt vergnüglich die Fahrt verbringen, ohne sie zu nerven. Also, ran ans Telefon. Viel Spaß und bleiben Sie bei uns. Wir haben noch einiges vor heute. Spaß.